Meine Damen und Herren, heute Abend wird es richtig spannend, denn heute sprechen wir über ein System. Frauen, Frauen, Frauen an der Steuer, für eine war's heute richtig teuer. Doch bist du kreativ, kommst heraus aus diesem Meme. Hallo und herzlich willkommen heute Abend hier im Studio von Barbara Laber. Wir werden heute Abend die Frage klären, Ketchup 7 oder 19% Mehrwertsteuer. Betriebsausgaben, Abschreibungen, Mehrwertsteuer, Rückzahlungen, E-Verwaltung, Erfassung, Freibeträge, Sammelkosten. Es geht um die Erledigung vieler Fälle. Damit sichern Sie unsere Behörde gegen Betriebsrückstände im Vergleich zu anderen Finanzämtern ab. Wenn dabei Kleinunternehmer auf der Strecke bleiben, dann ist das doch nicht unser Problem. Denn wohl, ich muss jetzt gehen, da hilft kein Betteln und kein Flehen. Wir haben's schon zu lang versucht. Verluste werden still verbucht. 47.000 Euro. Jetzt stimmt die Statistik wieder. Wäre das nicht nett, oh, wäre es nicht brutto, ja, dann hätte ich was in petto, und zwar netto. Das schmeckt nach 19%. Ja, 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 nein, das sind 7. Ah, süß. Das sind... Bin mir auch sehr unschlüssig. Meine Damen und Herren, wir waren so knapp davor, aber leider sind wir wieder zu keinem Ergebnis gekommen. Vielleicht ein andermal. Diabetiker sind natürlich von der Umsatzsteuer befreit. Jetzt hast du auch gar nicht.